Viel Glück mit dem Hauptmann. Wisst ihr, wo ich den Hauptmann finden kann? Sie hat eine Nachricht geschickt. Sie hat sich aufgemacht, die Königin zu beschützen. Sie ist dann wohl im Herrenhaus. Mögen nun die Sterne eure Schritte lenken. Ich werde den Hauptmann dort aufsuchen. Irgendwas ist doch hier ganz faul. Irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber wir werden es schon herausfinden. Miss. So. Ach, da drüben ist das... Gott, jetzt dachte ich schon, wenn wir hier schon in der Nähe sind, können wir ja zumindest die Pflänzchen sammeln. Wartet, ich muss mit euch reden. Hallo. Ah, mein Botengänger. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ich möchte euch über... Ihr könnt damit sofort aufhören. Kraft meines Amtes als Hauptmann seid ihr hiermit festgenommen. Wegen des Verdachts eines geplanten Königsmordes. Wovon sprecht ihr? Was ist da in eurer Tasche? Einsatzpläne der Seesoldaten am Tempel. Was? Und rieche ich da etwa Gift? Das ist das Handwerkszeug eines Assassinen. Ihr braucht es gar nicht zu leugnen, ihr Abschaum. Kein weiteres Wort mehr von euch. Das war so klar. Alter. Aber ich bin voll bewaffnet hier drin. Ist schon mal nicht das Schlechteste. Rasum da. Ras muss es zugeben. Selbst er dachte nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden. Wie geht es euch, mein Freund? Schrecklich. Ras, was macht ihr hier? Er ist hier, um zu helfen. Wie immer. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass euer neuer Freund Phasion tot hinter euch am Boden liegt. Ras kannte Phasion gut. Doch das dachte er auch von Astania. Was ist mit ihm passiert? Der Hauptmann ist ihm passiert. Phasion und Ras haben als Agenten der Königin zusammengearbeitet. Phasion war nicht bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Und daher ist Phasion jetzt tot. Werdet ihr mich hier rauslassen? Ihr werdet bald frei sein. Doch wie schon auf der Insel muss Ras um eure Hilfe bitten. Ihr müsst die Königin und ihren Schlachtenvogt warnen. Der Hauptmann wird versuchen, die Königin im Tempel zu ermorden. Sagt mir, was ich tun soll. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Sucht Eshaba auf, eine weitere Agentin unserer Herren. Sie hält auf dem Marktplatz die Augen offen und preist ihre Waren an. Fragt sie nach einem Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Und sie bringt euch auf den richtigen Weg. Alles klar. Alter Freund. Und jetzt verschwindet von hier. Rettet die Königin. Dieser denkt, ihr habt vielleicht einige Fragen. Was kann Ras euch erzählen? Wie habt ihr mich gefunden? Dieser muss sich bei euch entschuldigen. Er hat nach Phasion gesucht. Es war ein glücklicher Zufall für uns beide, dass ihr gerettet werden konntet. Ihr seid der Zelle entkommen und Rasumdas neuer Plan, die Königin zu warnen, wird vorangetrieben. Warum könnte die Königin nicht selbst warnen? Es ist etwas peinlich, aber... Das Gesicht von diesem ist einigen der Höflinge bekannt. Wenn Rasumda sich ihnen nähert, würden sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Ihr hingegen, ihr seid ein neues Gesicht in einer Uniform der Seesoldaten. So bleiben sie ahnungslos. Das ergibt Sinn. Gibt es noch etwas, das dieser vermitteln kann? Also arbeitet ihr für die Königin? Ja, so wie Phasion. Er hat euch nicht belogen. Wir sind die Augen der Königin. Wir sind nur wenige. Und wir halten uns an die Scharten. Doch wir haben die Ehre, zu den getreuesten Agenten der Königin zu gehören.
die getreuesten Agenten. Was ist mit der ersten Auridon-Sie-Soldaten? Der Schlachtenvogt ist von unerschütterlicher Treue. Er glaubt, seine Seesoldatin wäre nicht anfällig für das zersetzende Gift des Verrats. Wie neu geschmiedete Stahlklingen. Aber Rasundar weiß besser als die meisten, wie schnell sich Rost bildet. Könnt ihr mir sonst noch etwas über das Schleiererbe erzählen? Sie sind der Auffassung, wir bräuchten das Dominion nicht zum Überleben. Sie denken, die Königin macht einen Fehler, die Bosmer und die Khajiit auf eine Stufe mit den Hochelfen zu stellen. Rassisten, Isolationisten und auch ansonsten alles Narren. Ja, alles klar, leb wohl. Böse. Okay. Wir müssen uns hier rausschleichen. Eine Schandgeige. Nee, das ist der Pranger. Schandgeige ist, glaube ich, wenn die Hände, beide Hände nie über dem Kopf festgebunden werden. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Es ist nur rein vermutlich. Okay. Gibt es hier was? Nickel. Ja, da ist eine Wache. Nein. Ich wollte schon wieder meine Finger lang werden lassen hier. 5-Finger-Rabatt und so, aber... Schleicht doch an den Wachen des Tempelbezirks vorbei. Okay. Dann geht's los. Und es ist Tag. Naja. Kein Zutritt. Uff. Okay. Dann machen wir es eben anders. Verdammt. Da unten gibt es auch noch einen Durchgang. Schauen, die lassen es nicht durch. Müssen wir über den Strand gehen hier. So. Zum Gruße. Ja, kommen wir rein. Nee, kommen wir auch nicht. Ich bin total vertan gerade. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt diese Linie zu Ende. Grüße. Was hat der für ein Schwert gehabt? Okay. Da kommen wir auch nicht rein. Muss doch irgendwo einen Weg geben, wo wir drüber hüpfen können. Oder? Ja. Penner. Penner! Naja, wenn wir schon hier sind. Nehmen wir die Jute mit. So. Wir werden jetzt dann auch, um Leder zu bekommen... Und schießen jetzt die Anker gleich raus. Das ist so geil gemacht. Jetzt ziehen sie sich fest.
Nice. Einfach super. Okay. Jetzt sind wir hier. Wir müssen... Wohin? Erstmal in den Kreis hier rein. Vorsichtig. Gut. Und nun hier rein. Erklärt mir, was ihr hier macht. Sprecht leiser, Schlachtenvogt. Rasumdar schickt mich. Rasumdar. Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Es gibt ein Komplott, die Königin zu ermorden, Schlachtenvogt. Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Der Hauptmann steckt hinter dieser Sache. Sie plant, die Königin im Tempel anzugreifen. Der Hauptmann der Wache? Absurd. Nein, es ist nicht. Hört mir doch zu. Einen Augenblick, Okelmo. Ich möchte hören, was dieser zu sagen hat. Königin Ayren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Okay. Den Tempel betreten. Wenn ihr drei Himmelsscherben gesammelt habt, erhaltet ihr einen Fertigkeitspunkt. Eine Übersicht über alle eure gefundenen Himmelsscherben könnt ihr im Errungenschaftsfenster finden. Dort findet ihr auch Hinweise auf den Himmelsscherben, die ihr noch nicht gefunden habt. Aha. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Irgendwas ist hier faul. Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Okay, Mo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf, aber mir reicht auch der eure. Tötet sie. Jetzt ist Feierabend, Leute. So sei es, Astania. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Ja. Die habe ich jetzt hier nicht gerechnet, Junge. Das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Zack, zack. Und Gift, zack. Und Bäm. Und weg. Und Headshot. Und ja, was auch immer. Jetzt muss ich mich persönlich um euch kümmern. Okay, dann komm schon. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden wir von hier. Jawohl. Jawohl, das machen wir. Erstmal muss ich die Wandschränke plündern. Hier darf ich nämlich. Rüben, Rettich. Gibt's hier sonst noch was? Sitzbänke, Sitzbänke, Sitzbänke. Ein Buch kann man nicht lesen. Sieht wieder... Ja, Tempel, klar, aber sieht aus wie so ein Thronsaal mit den zwei Stühlen.